Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Antrag wird sich heute mal wieder eine Chance verpasst. 400 Wohnungen werden gebaut, keine davon wird bezahlbar sein. Der Bebauungsplan in der Jägerkaserne zeigt damit, dass all die Versprechungen zu bezahlbarem Wohnraum nur leere Bekenntnisse sind und die Stadt immer noch nicht gewillt ist, eine aktive Wohnraumpolitik gerade für Menschen mit wenig Geld zu betreiben. Ja, es wird Wohnungen für junge Familien geben. Für junge Familien mit Geld. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern wird sich dort wahrscheinlich keine Wohnung leisten können. Und ja, es wird dort auch barrierefreie und seniorengerechte Wohnungen geben. Aber ich zweifle, dass ein Rentner, der von Altersarmut betroffen ist, es sich leisten kann, dort zu wohnen. Wir hatten dieses Jahr eine intensive Debatte um die Sozialwohnungsquote, mit der die Stadt auch private Investoren verpflichten könnte, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. DGB und Mieterbund erachten sie ebenfalls ein Instrument. Das ist in der Öffentlichkeit, haben wir Pressemitteilungen gezeigt. Die regierenden Fraktionen kritisierten sie als nicht möglich, um sie flächendeckend anzuwenden, erwogen aber, zumindest vor der Oberbürgermeisterwahl, durchaus, dass sie sinnvoll sein kann, bezogen auf einzelne Quartiere. Aber nein, selbst bei so einem Quartier mit 400 Wohnungen kommt sie nicht zur Anwendung. Der Ortsbeirat hatte das ja im Übrigen auch gefordert in diesem Bereich. Und warum kommt es nicht zur Anwendung? Im Ausschuss wurde gesagt, der Investor wolle das nicht. Und man sei ja schon so lange im Gespräch mit ihm und damals wäre es auch noch nicht so ein drängendes Problem gewesen. 2013 wurde der Aufstellungsbeschluss beschlossen. 2013 war es auch, als die Sozialverbände die Kassererklärung für bezahlbaren Wohnraum verabschiedet haben. Man kann also nicht sagen, dass das Problem damals noch nicht drängend war. Es hat nur noch keiner zugehört. Wir hatten Anträge gestellt, aber zumindest Fraktionen wohl nicht. Und selbst wenn die Situation damals noch nicht bekannt gewesen wäre und wir nicht schon seit 5 Jahren darauf hinweisen, dass die Stadt etwas für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum tun muss, dann leugnet doch zumindest seit einem Jahr niemand mehr, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Aber von einer Wohnraumschaffungsoffensive, geschweige denn auch nur einem Konzept, ist weit und breit keine Spur. Und ich meine mit einem Konzept nicht das, was als Programm für bezahlbares Wohnraum sollte noch diskutiert werden dürfen, der SSG. Die Obdachlosenzahlen sind unterdessen weiter gestiegen, von 2015 auf 2016 um über 14%. Die Wartelisten der Wohnungsbaugenossenschaften werden länger, der Mieterbund klagt weiter, wie die Situation ist und Menschen mit wenig Geld werden weiter im Stich gelassen. Inzwischen werden auch Fälle von Entmietungen bekannt, Mieterhöhungen, und damit kämpfen sowieso schon viele. Und natürlich will ein Investor freie Hand haben. Genau deswegen gibt es ja Verhandlungen und genau deswegen schließt man städtebauliche Verträge ab. Weil man da die Festlegungen machen kann, wie sich die Stadt will, was die Interessen der Stadt sind an solchen Bebauungsplänen. Eine Verhandlung besteht aber eben nicht darin, einfach nur niederzuschreiben, was der Investor will, sondern eben auch die eigenen Interessen da festzulegen. Und damit komme ich jetzt auch noch zu einem zweiten Punkt, zu dem wir auch einen Änderungsantrag gestellt haben. Bei dem wurde mir im Ausschuss schon gesagt, eigentlich macht man das nicht so, man stimmt das Gesamtwerk ab, meistens eigentlich zu, Änderungen sind nicht vorgesehen, ich weiß nicht, warum wir dann überhaupt abstimmen. Jedenfalls geht es in dem Änderungsantrag darum, um die Privatstraße, die der Investor möchte und die er sich auch nicht ausreden lassen wollte. Da gibt es eine Anmerkung vom Liegenschaftsamt, können Sie auch gerne nachlesen, das ist Seite 3140, da hat das Liegenschaftsamt die Anregung gegeben, dass sie eine öffentliche Erschließung bevorzugen würde, weil man mit einer Privatstraße nur Probleme in der Zukunft eigentlich haben wird, wie das dann alles verhandelt wird, wenn es dann verschiedene Einwände gibt. Wir würden uns der Anregung anschließen und, naja, Hoffnung ist vielleicht zu viel gesagt, Sie können es heute aber auch tun und damit auch zeigen, dass wir hier schon eine Abstimmung machen, dass wir hier auch was mitbestimmen können, wenn es um städtebauliche Verträge geht. Sie können es auch lassen, ich schätze mal, es wird auch für uns dem niemand zustimmen. Ja, wir werden jedenfalls den städtebaulichen Vertrag ablehnen, genauso wie den Bebauungsplan. Ich hoffe, dass wir in Zukunft irgendwann auch mal zu bezahlbarem Wohnraum tatsächlich in der nennenswerten Größenordnung kommen. Heute jedenfalls.